Ja. Mama, ich hab Angst. Wir sind Phyllis und Serki. Ich bin Milan. Ich bin Lucila. Hi. Viel Spaß bei unserem Video. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch. Guten Morgen, ich habe gerade die Kinder weggebracht. Mila in Schule, ist in der Kindergarten, dann habe ich gerade noch Altglas weggeschmissen. Kia möchte weiter. Jetzt fahre ich schnell zum Einkaufen, jetzt wo ich schon mal draußen bin, habe ich gedacht, gehe ich jetzt nicht nochmal nach Hause rein. Danach muss ich das Video bearbeiten. Und um 10.30 Uhr hatte Kian schon einen Friseurtermin und meine Freundin kommt heute noch. Mila muss noch zum Fußball, also der Tag heute ist richtig vollgepackt. Und ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen dabei mitnehmen und vergesse nicht immer zu filmen. Das ist voll oft so, dass man Situationen einfach nicht filmt, weil man vergisst, die Kamera rauszuholen. Oder man ist zu faul. Hallo? Kian? Chuck. Ja! Wir haben sogar unser eigenes Knäckebrot mitgebracht, damit wir im Laden keine Brötchen essen müssen. Bitte schön. Oh, lecker. Lecker? Aber nicht aufessen, bis wir im Lidl sind. Ich habe auch meinen Rucksack wieder dabei. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der kontrolliert wird. Und ihr seid mit dabei. Ja. Warte mal eben, ja? Mama muss eben Eier holen. Ich hole meine Eier nämlich hier vom Bauern. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips and paper in the trash now. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. Oh, Emily, when did you fall? Alles klar? Anna. Ja. Ich habe Kartoffeln und Eier geholt. Hm. Was ist da, ein Rabe? So, jetzt geht das ab hier, Kian. Zu Hause angekommen, habe ich mir noch einen Kaffee gemacht schnell und Vollkornbrot mit Salami einfach. Die Sonne blendet. Ich werde jetzt mein Video bearbeiten. Ey. Und dann werde ich anfangen aufzuräumen. Ja. Das hier ist jetzt. Hi. Wir sind jetzt fertig mit dem Friseur und Kian hat eine ganz coole neue Frisur. Kian, guck mal. Kian. Komm her. Hast du ganz toll gemacht. Die Friseurin war richtig begeistert von dir. Komm her. Komm. Hier. Wie bitte? Jetzt gehen wir erstmal duschen. Boah. Aber mit der Schokolade macht man keinen Kuchen. So, jetzt packe ich erstmal das Paket hier aus. So, Milan und ich backen jetzt einen Kuchen. Ne? Komm mal, Mama. Hm? Mhm. Daumen hoch. Komm mal. Ja. Ich mach das jetzt mal in der Klarsteinmaschine, dann könnt ihr auch mal die Maschine in Action sehen. Ich habe Angst. Warum? Darf ich auf eins? Soll ich drehen? Auf eins? Nee, noch nicht. Ich muss erstmal alle Zutaten abmessen hier. So. Die Mengenangaben sind hier mit Gläsern gegeben und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit Zucker und Ei an. Das
gut so. Und zwar ein Glas Zucker. Du kannst jetzt den Zucker hier schon mal reintun. Einfach nur so schütteln. Mhm. Komplett rein. Vorsicht, Vorsicht, nicht so hoch. Ich hätte das auch mal aufmachen sollen. Ich bin ja auch nicht gerade schlau. So. Ach, und den Deckel habe ich vergessen. Das hier vergessen. Da kommen jetzt 3 Eier rein. Oh. Habe ich nicht gesehen, wie in deiner Hand. 2. 3. Den Vanillezucker können wir da auch schon reinmachen. Darf ich? Darf ich? Ja, darfst du. Hm, soll ich nicht so schütteln. Oh. Macht nichts. So. Dann füllen wir weiter. Dann machen wir das Gerät mal zu. Aber. Und jetzt darfst du es anschalten. Bis wo? Mach erstmal auf 1. Bis wo jetzt aber? Mach mal auf 2. Oh, ich glaube, das ist ein Dollar. 3. Halbes Glas Öl. Darf ich? Ja. Dann brauchst du ja nichts machen. Hier rein? Ja. Rein, rein, rein. Oh, mach mir ein bisschen mehr. Nee, rein. So, ein Glas Milch. Ich geh weg. Tschüss. Ein bisschen zu flüssig. Ein bisschen zu schleimig. Ein bisschen noch Mehl. Tu das in ein Glas rein, dann kann ich das wieder reinmachen. Ich habe noch gar nicht mal Mehl reinmachen. Also ich mag die Maschine. Sie ist laut und wenn man sie zu doll aufdreht, dann wackelt sie auch so ein bisschen. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also für den Preis geht das voll klar. Die kostet, glaube ich, um die 100 Euro. Nur wenn man festen Teig macht, dann springt die wirklich so fast. Also ich muss sie dann teilweise festhalten, aber ansonsten ist okay. Was ist das? Ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das ist das beste Gerät ever. Mama, darf ich einmal? Aber wie gesagt, es ist okay. Oh Gott, ich habe Angst. Warum? Weil ich das noch nie im Molex gemacht habe. Ich habe Angst. Warum hast du Angst? Ja, ne, seit wann habe ich Angst? Darf ich das Backpapier wegmachen, lieber? Ja. Ja? Ja. Dann brennt das ja nicht. Das ist ja ein bisschen zu heiß. Bin mir gerade nicht sicher, warte mal. Ich mach's jetzt einfach, ja? 1, 2, 3. Ganz cool siehst du aus, mein Schatz. Cool. Eis. Eis. 1. Ich habe jetzt hier noch einen Kuchen gemacht, den Teig, der ist jetzt unten und dann habe ich einfach ganz normal Pudding gekocht und habe den hier mit dazu getan. Hm? Eine Fliege, oh, ich muss unbedingt da mal eine Abdeckung draufkleben, ey, irgendwie so ein Stück Brett zuschneiden lassen, das sieht so schrecklich aus. Und dann habe ich da Argentine dazu untergemischt, damit das Ganze auch dick wird und... Dann habe ich mir überlegt, kommt da einfach noch Banane drauf, so in Scheiben geschnitten? Muss?
Muss. Muss? Muss ich auch machen, ne? Muss. Ganz lecker. Bitteschön. Dann habe ich hier noch ein bisschen Bulgur eingeweicht. Dann mache ich Kissel draus, also Bulgursalat. Dann habe ich hier fertigen Jufka-Teig noch im Kühlfach gehabt. Den habe ich jetzt mal rausgeholt. Und das mache ich dann einfach mit Feta. Mama bringt mir gleich noch Petersilie aus dem Garten. Das kommt dann noch drunter. Das Ganze bereite ich dann natürlich im Mulex vor, ne? Wo auch sonst, wo ich den Kuchen auch drin gemacht habe. Und später mache ich den Auflauf dann auch da drin. Ich finde das viel, viel praktischer als im Backofen, ne? Also ich will euch ja nicht zu irgendwas zwingen, ne? Aber Leute, das ist mein, keine Ahnung, wo warst du bis jetzt, Mulex? Wo? Warum hatte ich dich bis jetzt nicht? So sieht der Kuchen jetzt übrigens aus. Eigentlich wollte ich ja Bananen drüber machen oder Nüsse oder irgendwas anderes, aber meine Mama hat gesagt, sie mag es lieber so, ohne alles, deswegen lasse ich das jetzt so. Ihr könnt aber nach Belieben natürlich dekorieren und belegen, wenn ihr wollt. Dann habe ich hier noch Bulgursalat gemacht, der ist auch schon fertig. Hey! Und hier ist einmal Auflauf. Boah, was ist das denn für ein leckerer Kuchen? Ja, das ist nur Gemüse, also da sind Champignons, Kartoffeln, Brokkoli und Paprika drin. Das ist ein Dampf, Alter. Und jetzt kommt da noch Käse drauf. Oh, Mann, er hat so Hunger oder was? So sein und verkehrt haben. Und du bist so ein Mensch. Ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, dass ich das jetzt, also nicht gut finde, sondern ich kann, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Typ. Das muss man auch fühlen dabei. Nur so. Weißt du, was ich meine? Man muss auch der Typ dazu sein, ja. Und du bist so. Nein, wolltest du das nicht? Ich hasse Trennen. Aber runter geht's. Hallo. Hi, das geht ab. Bist du auch eine kleine? Guck mal. Ja, sie hat was wollte ich noch mal machen? Also ich muss jetzt das Baby erstmal stillen. Warte, Bäuerchen. Geil, ne? Aber ich hab die Wahl, dass man sonst sieht. Ich wollte eigentlich auch nicht anziehen. Weißt du was? Habe ich weggemacht. Die ist ja weg, die hat doch alles hier. Das war Boah! Weg, die ganze Zeit vergangen, ne? Ich sitze hier wegen dem Baby. Ach so, wegen dem Baby. Ich sitze hier wegen dem Baby. 1, 2, 3. Ja. Außer. Aber so. Die rote schon bis Kian. Hallo. Schon ganz, ganz spät. Wir haben es schon 11 Uhr und ich gehe jetzt endlich mal schlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis morgen. Thinking of what's lost you, but I don't want